Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sascha Schütte, ich bin Haarexperte von Pantene Pro V und ich darf euch heute begrüßen zu einem ganz besonderen Tutorial. Es geht um nachwachsende Haare nach der Chemotherapie, nach einer Krebstherapie und zusammen mit der gemeinnützigen Organisation DKMS Live möchten wir euch einfach Tipps geben zur Haarpflege, zum Styling, was ist, wenn ich Perücken trage. All das haben wir in verschiedene Themenblöcke aufgeteilt und dürfen wir heute sprechen drüber. Und an meiner Seite seht ihr die Lea, die da uns auch noch einiges zu erzählen kann, einige eigene Erfahrungen mit einbringen kann. Und ich glaube, wir werden heute ganz tolle Tipps für euch parat haben. Lea, hallo, stell dich doch auch mal einmal vor, bitte. Ja, hallo, ich bin Lea, bin 22, habe vor einem Jahr circa die Diagnose Brustkrebs bekommen. Habe dann halt auch meine Haare und Augenbrauen, Wimpern verloren in der Chemo. Habe da schon beim DKMS Live Kosmetikseminar gelernt, wie ich damit umgehe. Jetzt wachsen meine Haare ja wieder und ich bin gespannt, was ich jetzt mit den nachwachsenden Chemolocken tun kann. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist natürlich mit jedem Kauf der Grow Strong Pflegeserie von Pantene Pro V unterstütze das Patientenprogramm der DKMS Live. Ihr tut also was Gutes. Das Ganze ist schon seit Juli im Gange und geht noch bis Ende September. Also haust da Leute und helft. Kurze Anmerkung von mir, wenn ihr euch wundert, warum wir hier nicht zusammen in einem Raum sind, weil es wäre natürlich auch ganz toll, wenn wir uns irgendwie persönlich treffen würden. Aber aufgrund der aktuellen Situation durch Corona sind wir natürlich gezwungen, das Ganze per Videokonferenz zu machen und freuen uns dann, wenn wir irgendwann wieder zusammensitzen. erzähl doch mal, wie war das für dich so mit den Haaren, als sie nachkamen, mit der Pflege? Was hast du gemacht? Was ist deine Pflegeroutine? Und bist du gut klargekommen oder war es sehr schwierig? Klär uns doch mal auf. Also ich fand es am Anfang schon schwierig. Man freut sich natürlich über jedes Haar, was irgendwie nachwächst. Aber am Anfang sind die ja schon sehr dünn und auch total unregelmäßig gewachsen. Es war gar nicht dicht irgendwie. Man hatte überall noch so Lücken und das war schon schwierig, dann irgendwie noch das erste Mal dann wieder so mit Shampoo anfangen. So, wann fängt man damit an? Oder Spülung auch. Da hatte ich immer total Angst, dass das bei kurzen Haaren dann so ganz schnell fettig wird irgendwie. Also da war ich immer total verunsichert, was für Pflegeprodukte und so man jetzt in diese kurzen Haare schon tun kann, darf, soll. Ja. Genau, so langsam sind die jetzt schon wieder viel dichter geworden und fester und so. Aber jetzt sind sie halt auch viel widerspenstiger und ich weiß immer nicht so ganz, wie man die irgendwie gebändigt kriegt, was man damit machen kann. So. Ja, da fehlen dann wirklich die Tipps von Profis. Ne? Weil es, klar, du kannst natürlich mit der richtigen Pflege und das ist, glaube ich, schon mal der ganz wichtige Anfang, dass man rechtzeitig auch bei kurzen Haaren mit der Haarpflege wieder anfängt. Das heißt, wirklich eine Systempflege verwendet, Shampoo, Conditioner, einmal in der Woche eine Haarkur anstelle des Conditioners nehmen und dann auch eben ein Leave-In-Produkt. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, aber ich glaube, man braucht so ein paar Tipps, eben gerade was das Styling angeht. Wie halte ich eine Rundbürste, wie, in welche Richtung muss ich den Föhn jetzt irgendwie halten und kann ich den Lockeneisen nehmen? Wichtig ist wirklich, dass du direkt von Anfang an die Haare sanft und milde pflegst und reinigst, regelmäßig auch. Und vor allen Dingen, weil das Haar natürlich auch nach der Therapie, nach der Chemotherapie ganz wenig Nährstoffe hat. Dem Haar wird das ja alles entzogen. Also man muss wirklich mit einem Produkt arbeiten, was dann auch gute Nährstoffe dem Haar liefert. Und da würde ich jetzt einfach auch mal kurz erklären, was man da in der Pflegeroutine in der Anwendung macht. Das ist zum einen, ich habe das hier alles stehen, einmal Shampoo und Pflegespülung. Das Shampoo am besten so ein Euro, 2 Euro, 9 Euro Stück großen Klecks Shampoo auf die Hand geben, in das Haar eingeben, auftragen und dann mit sanften Bewegungen massieren. Weil die Haare wachsen gerade nach, die Haare sind sensibel, die Haare brauchen also dementsprechend auch eine gute und sanfte Pflege. Also gut einmassieren, sich so ein bisschen wohlfühlen dabei. Und dann das Ganze wieder gut ausspülen. Das ist ganz wichtig. Und nach dem Shampoonieren kommt dann regelmäßig bei jedem Shampoogang würde ich hinterher die Pflegespülung auch verwenden. Und bei der Pflegespülung ist es so, dass im Gegensatz zum Shampoo die Pflegespülung nur in die Längen und Spitzen aufgetragen wird. Weil das Haar
am Ansatz meistens auch noch sehr gesund und gerade frisch gewachsen ist. Es braucht nicht ganz so viel Pflege wie eben das, was schon ein bisschen länger ist, auch bei kurzen Haaren. Und am besten, man verwendet einmal in der Woche statt der Pflegespülung dann eine Haarkur. Bei der Haarkur genau das Gleiche. So 1-2 Euro große Menge, je nach Haarlänge natürlich dann auch ein bisschen mehr. Eben auch in die Längen und Spitzen auftragen, kurz einziehen lassen, 2 Minuten einziehen lassen, 3 Minuten einziehen lassen und dann wieder ausspülen. Eine Frage, und zwar, ab welcher Haarlänge man denn jetzt wirklich eine Spülung und die Kur anwenden soll? Weil da kann man, bei ganz kurzen Haaren kann man ja noch nicht dann Ansatz von den Spitzen trennen. Dann kommt das ja trotzdem immer auf den Ansatz. So, ab welcher Haarlänge sollte man das dann benutzen? Ich würde auch selbst bei ganz kurzen Haaren, ich würde trotzdem eine Spülung verwenden, aber dementsprechend dann weniger. Also wirklich nur so ein Klecks. Und dann nimmst du also so einen ganz kleinen Klecks Haare, ich mache das jetzt mal bei mir, weil die noch kürzer sind, und machst einfach nur so auf die, nur so ganz kurz einmal rüber und dann direkt wieder ausspülen. Ja, jetzt haben wir also über Haarpflege gesprochen. Das ist schon mal der erste Schritt zu gesunden, kräftigen Haaren und wirklich ganz, ganz wichtig, bitte nicht vernachlässigen, weil so werden die Haare wirklich dann auch wieder toll. Der zweite Schritt nach der Haarwäsche, nach der Haarkur, also wenn die Haare nass sind, wie trockne ich die Haare? Und ich glaube, auch da werden ganz, ganz oft Fehler gemacht. Und da kann es dann eben auch dazu führen, dass die Haare zu sehr strapaziert werden. Lea, erzähl doch mal, wie machst du das denn zu Hause? Ja, wahrscheinlich auch schon falsch. Ich rubbel die eigentlich immer mit dem Handtuch einfach kurz trocken. Weiß man ja schon, dass das vielleicht nicht so gut ist, aber ich mache es trotzdem immer. Ich glaube, das ist noch so von Gewohnheit, als man gar keine Haare hatte, einfach kurz mit dem Handtuch drüber. Ja. Fertig, so. Als ich lange Haare hatte, habe ich das auch anders gemacht, aber ja, jetzt mit kurzen Haaren habe ich mir das irgendwie so angewöhnt. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also hast du gemerkt, da geht bei mir sofort der Alarm an. Wenn ich das Wort rubbeln höre, da ist bei mir die Haare mit dem Rubbeln, immer sanft zu den Haaren. Ja. Natürlich durch das Rubbeln mit einem Handtuch, also selbstständig ein ganz weiches Handtuch nehmen, entsteht eine Reibung und damit kann ich also das Haar auf Dauer mechanisch schädigen. Und gerade bei nachwachsenden Haaren ist es natürlich ganz wichtig, dass ich da wirklich sanft bin mit dem Haar. Also ich würde vorschlagen, das Haar also entweder kurz einen Turban machen oder die Haare halt, wenn sie noch kürzer sind. Kurz geht am besten mit einem Turban eigentlich oder das Handtuch auf den Kopf und einfach ausdrücken. Ja, also beim Haare trocknen habe ich dir ja gerade schon erklärt. Ganz wichtig, nicht zu rubbeln. Und deswegen, ich habe nochmal hier jetzt ein Handtuch mitgebracht. Wenn ich das Handtuch zum einen kann ich es natürlich einfach über den Kopf legen. Meine Puppe hat jetzt keine nassen Haare, aber einfach mal, dass man weiß, man legt es einfach drüber und drückt das Haar sanft aus. Wenn sie länger sind, kann ich hier nochmal an der Seite so ein bisschen, ja, einfach bis in die Spitzen durchdrücken und dann habe ich die Haare schon mal ganz gut vorgetrocknet. Auch noch eine kleine Anmerkung, irgendwie natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt, Fragen, die wir hier nicht beantworten konnten oder die wir vergessen haben, wie auch immer, ihr könnt uns gerne in den Kommentaren schreiben und wir werden natürlich auf jede Frage eingehen und euch alles beantworten, damit keiner noch irgendwelche Fragen über hat. Ich hoffe, wir können euch da helfen. Ja, jetzt habt ihr ganz viel gehört zum Thema Haarpflege und Pflegeroutine, Systempflege ist da ganz wichtig. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen über das richtige Styling. Denn da kann man natürlich auch einiges verbessern, falsch machen oder sich noch Tipps holen. Ich glaube, man lernt da nie aus. Selbst ich lerne da nie aus. Ich kann auch beim Styling immer noch was lernen. Ja.